Hey du, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris, wir spielen Horizon und begeben uns einmal auf Erkundungstour weit in die Brutstätte. Es ist momentan noch nicht meine. Okay, dann wird's doch weitergehen mit dir runter. Sehr verwinkelt, sehr warm. Der Weg rein war schon herausfordernd. Das hört sich auch mal so gar nicht gut an. Ich gerne wissen, was dann hier oben ist. Kommen wir da hin? Ich nähere mich dem Kern. Aber wohin jetzt? Aber wollen wir das? Auf der Platte würde ich mich sehr wohl fühlen. Nur sehe ich gerade. Okay. Wow, sie bewegt sich. Ich glaube, ich kann sie steuern. Sehr gut. Wäre ungünstig gewesen, wenn wir da irgendwie. Die Lava springen nur, um die zwei Heilteile zu bekommen. Das war ein bisschen doof. Okay, ich hab's gleich. Dadurch machen wir uns nicht. So eine Schötchen, die ist, naja, vielleicht ganz gut für die Technik geeignet, aber weniger bis gar nicht für uns. Jetzt sausen wir richtig los. Kurz ein bisschen Angst, dass sie runterfällt. Okay, ich dachte, hier geht's weiter. Dann weiß ich gerade nicht, wo wir lang müssen. Ah, da hinten. Zum Kern will, muss ich an diesem großen Schild vorbei. Und reicht das? Oh, zum Glück. Und jetzt? Weiter nach, ja, weiter nach oben. Wie gerne so eine Plattform. Das hat schon was. Okay. Kommt noch eine vorbei oder war es das? Wir möchten da hoch. Und meine Idee ist, dass wir uns an so eine Plattform hängen. Okay. Schade. Das hat also gar nicht dazu geführt, dass das weitergeht. Weiß nicht. Bin mir nicht sicher, ob das. Diese Plattform. Nee.
Da komme ich vielleicht ran. Wow, sie bewegt sich. Ich glaube, ich kann sie steuern. Ist hier hinten irgendwas? Ist hier hinten lang vor nicht? Runterfallen. Wir machen uns nach dort, um das zu holen, was da in der Kiste war, das da hinten lassen. Das von außen vor. Oh, schön. Schade, dass hier nicht weiter nach oben geht, sondern wir hier am Ende sind. Wenn ich zum Kern will, muss ich an diesem großen Schiff vorbei. Erstmal dachte ich, dass es hier oben noch eine Plattform gibt, auf die wir springen können, um so ewig lang gesucht und irgendwann gefunden, kann man hier hochspringen. So, wir kommen auch dann hier rüber. Das klappt ganz gut. Und da haben wir die Möglichkeit, hier drauf zu hüpfen. Das fühlt sich fast verkehrt an. Ich dachte nicht, dass das klappt. Dann kommen wir hier hoch und gucken uns mal, wie es weitergeht. Ah! Wieder die kleinen Kerle. Noch eine Kühlsaftdrohne. Ab und zu nach oben gucken hilft, denn das hatte ich gar nicht so gesehen. Sehr gut. Sah sehr gekonnt aus. Und jetzt hier. Okay, gleiches Spiel. Ein Tick zu früh gesprungen, dementsprechend nicht geschafft. Auf ein neues sollte er gleich nochmal ankommen. Ein Sprungpunkt sind immer wunderbar. Der nächste dann so lala. Das ist okay. Hätte ich jetzt aufgepasst. Schaffen wir das so? Na komm, wir versuchen es nochmal mit dem Gerät. Nee.
dann vielleicht doch besser, die Option zu wählen, mit ihnen rüberspringen und dann den Greifhaken. Weil so hat das gar nicht funktioniert. Oder? Mach es mal hier vorne. Gerade kann man auch runter. Das Rumliegen ist wieder durch. Okay. War ganz einfach. Nehmen wir mit. Oh, das sind viele Eier. Die Brutstätte funktioniert nicht richtig. Die Maschine hatte hier freie Hand. Nein, die sind zu. Gut. Und da kommt die Stachelbrut. Okay, wir sollten noch die schießen, die so ein bisschen blau leuchten. Entdeckt. Ich muss hier weg. Die anderen können wir ignorieren. Wenn es Erfahrungspunkte geben wird, dieser Troll von irgendwas verbessern, dann vielleicht doch. Ansonsten kriegen wir, wenn wir die kaputt machen, leider keine weiteren Erfahrungspunkte. Nicht. Alles, was ich hab. Gar nicht gewohnt, so wenig Holz zu haben. Komisch. Ich dachte, wir hatten alle erwischt, aber anscheinend nicht. Gehen wir weiter. Also, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Maschine oder ihre Eier? Ah. Mehr
nicht weiter. Na gut, ich versuche es mal. Nee. Das geht nicht weiter. Dann. Ist das der Weg? Ein Knoten. Mal sehen, was der macht. Okay, Schild unten. Vielleicht komme ich jetzt zum Kern. Die nehmen wir mit. Das auch. Und weiter geht's. Ah, hier waren wir schon mal. Können wir weiter sausen. Ganz langsam. Hier sind, gibt es dann kein Entkommen. Da drüben ist eine Öffnung. Könnte zum Kern führen. So, besser. Geschafft. Die Maschine hat es sich echt bequem gemacht. So. Da unten ist der Kern. Großes Areal. Nicht, dass wir dann zufällig mal hier vorbei rennen. Und dann kommt so ein Kerlchen raus. Muss ja nicht sein. Wobei. So kommen wir nicht nochmal. Und da ist der Knoten. Jetzt zeigst du dich endlich, was? Wow, du schießt Feuer und so. Die Maschine in den Frostbeulen. Wunderbar in die Ecke gedrängt, der kleine Krebel. Durch.
Dunkle Dinger. Ach, das ist gut. So, wir gehen einmal ganz kurz hier. Ich dachte, das war's. Hilfe. Halt schön auf uns drauf. Schön Sache. Weiß er? Nein, er springt. So. Der ist erstmal ein bisschen beschäftigt. Wir haben ein bisschen Zeit zum Durchatmen, wobei das auch. Oh mein Gott, der war nervig. Wir sammeln einmal alles ein, was es hier so. Was ist hier so? Wir sammeln alles ein, was hier rum liegt. Ich hoffe, dass wir einiges finden. Hier liegt echt viel rum. Das dauert jetzt ein Weilchen. Viele Scherben. Die haben wir schon mal gegen den einen oder anderen Frosch gekämpft. Ich weiß nicht, warum wir heute so. Nervig war. Zwischenzeitlich dachte ich, wir sind gestorben, aber auch das war nochmal gut gegangen. Noch ein bisschen was rum, also das dauert noch einen Moment, bis wir das abgeschlossen haben. Haben wir es jetzt? Nicht ganz. Auch der Heilkram, das wir gefunden haben, war nicht verkehrt. Ich glaube, wir haben alles soweit. Schnappen wir uns mal den Rest.
Das sollte in der Wildnis helfen. Tatsächlich nur er. Okay. Wenigstens eine. Frische Luft. Keine Stachelbrut in Sicht. Ach. Schön. Ah, okay, wir sind da. So ganz außerhalb der Karte. Ich weiß gerade nicht, was es noch so gibt hier auf der Insel. Deswegen. Ah, die brauchen wir nochmal. Drei Stücke. Und brauchen wir noch zwei. Also wir brauchen auf jeden Fall noch eins oder zwei. Können wir uns gerne holen, um was zu verbessern, aber da brauchen wir auch sehr viele Metallscherben. Naja. Sei es drum. Hier waren wir noch nicht. Nur ein bekanntes Lagerfeuer, aber vielleicht entdecken wir das noch, vielleicht auch nicht. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir begeben uns nach hier. Wobei ich verabschiede mich für heute von dir. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst und dir gern bis zum nächsten Mal.